Nächste Übung, Ausfallschritt. Wichtig ist beim Ausfallschritt, dass wir uns wieder stabilisieren. Oft geht der Oberkörper in eine seitliche Ausweichbewegung oder die Knie gehen in eine seitliche Ausweichbewegung. Also versucht, wenn ihr die Ausfallschritte macht, nach vorne, nach hinten, euch in der Körperachse stabil zu halten. Da ist auch eine gute Hilfe, wenn man die Hände in die Hüfte stützt, damit die Hände nicht davon fliegen. Und jetzt kann ich auch mich fortbewegen. Wir können auch seitliche Ausfallschritte machen. Prinzipiell trainieren wir die äußere Beinmuskulatur, Gesäßmuskulatur, Oberschenkel. Und hier haben wir den Vorteil, dass wir auch die Adduktoren, also Oberschenkelinnenseite, etwas andehnen im seitlichen Ausfallschritt. Wieder schauen, dass die Körperachse möglichst stabil bleibt, der Oberkörper gerade bleibt, der Blick nach vorne ausgerichtet bleibt.